Willkommen zum Webinar zum statischen Bericht. Mein Name ist Daniel Gass. Ihre Fragen können Sie über das Chatfenster auf der linken Seite Ihres Bildschirms stellen. Wir werden Ihnen im Anschluss so schnell wie möglich antworten. Ich habe wieder ein Modell vorbereitet und in diesem Fall bereits berechnet und bemessen. Es ist ein klassisches Hochbaumodell. Das Vorgehen, das ich Ihnen heute zeige, eignet sich am besten für Gebäude. Sie können es aber auch auf andere Strukturen anwenden. Ich öffne zuerst einmal die Ausgabenzusammenstellung und wähle die Ausgabenvorlagen. Ich habe mir bereits eine personalisierte Vorlage erstellt, die ich heute verwenden möchte. Wir werden diese später noch anpassen. Sie finden aber auch diverse Standardvorlagen, die ich selbst als gute Grundlage behandle. Nach meinem Geschmack sind diese Standardvorlagen aber eher etwas zu umfangreich. Ich möchte zunächst einmal einfach meine Vorlage anwenden und eben die Ausgabe aktualisieren. Damit wird eine komplette Ausgabe erstellt mit allen Einträgen, die ich definiert habe. Diese sind gruppiert in einzelne Ordner. Die Ordnernamen werden im Bericht als Überschriften verwendet. Wenn ich mir das anschaue, stelle ich sehr schnell fest, es fehlt das Untergeschoss und das Attika. Offenbar habe ich hier einen Fehler gemacht beim Erstellen meiner Ausgabevorlage. Den möchte ich jetzt korrigieren. Ich bearbeite die Ausgabevorlage und kann eben jetzt festlegen, was ich dokumentieren möchte. Unter dem Punkt 1 Elemente lege ich fest, welche Bauteile dokumentiert werden sollen. In diesem Fall kann ich weitere Bereiche ausschalten. Es sind die Treppenläufe, Sie sehen es hier hinter dem Fenster noch ganz knapp, die ich eben mitmodelliert habe, die möchte ich nicht unbedingt in meiner Ausgabe drin haben. Im Punkt 2 Untergruppen stelle ich jetzt meinen Fehler fest. Hier habe ich nur einzelne Geschosse ausgewählt. Ich kann aber alle aktivieren, damit eben das ganze Gebäude dokumentiert wird. Ich kann mich noch entscheiden, ob ich das in Anführungsstrichen zweite Untergeschoss, in diesem Fall ist das die Liftunterfahrt, ob ich das ausblenden möchte. Das brauche ich vielleicht nicht unbedingt. Unter den Zeichnungen der Modelldaten lege ich fest, wie das Modell dargestellt werden soll für die Ausgabe. In diesem Fall die Modellzeichnungen sind so, wie ich sie haben möchte. Ich möchte das Ganze in einem Grundriss darstellen. Für die eigentlichen Ergebnisgrafiken werden natürlich einzelne Bauteile ausgeblendet, damit eben höher liegende Decken die Ergebnisse, die ich sehen möchte, nicht verdecken. In der Übersichtsgrafik schlägt mir das Programm mal vor, das Modell genau von der falschen Seite für meinen Geschmack zu zeigen. Deshalb gehe ich hier nochmal raus. Ich aktualisiere die Ausgabe und erstelle damit eine komplett neue Ausgabe.
damit die Änderungen, die ich bereits gemacht habe, gespeichert bleiben. Und ich stelle jetzt mein Modell dar, so wie ich es eben in der Übersicht zeigen möchte, und erzeuge eine manuelle Zeichnung. So. Zurück in der Ausgabenzusammenstellung kann ich beim Bearbeiten meiner Ausgabenvorlage jetzt eben diese Zeichnung auswählen, damit sie auch entsprechend in den Bericht eingefügt wird. Auf der rechten Seite in der Ausgabenvorlage sehe ich jeweils die Vorschau. Gut. Unter Tabellen von Modelldaten kann ich numerische Informationen zum Modell abspeichern, zum Beispiel eine Gewichtsliste, im Wesentlichen einen ganz einfachen Massenauszug oder zum Beispiel kann ich die Materialeigenschaften dokumentieren. Hier möchte ich nicht alle Werte mit einschließen. Zum Beispiel habe ich den E-Modul in Y-Richtung ausgeschaltet. Ich habe hauptsächlich, mit Ausnahme vom Holz, ich habe hauptsächlich isotropes Material verwendet, bei dem der E-Modul in X- und Y-Richtung gleich ist. Deshalb möchte ich nur einen E-Modul darstellen. In der Materialtabelle finden Sie noch eine kleine Besonderheit, das sind diese Werte P1 bis P14. Das sind die Bemessungsparameter der einzelnen Materialien, die eben nach, je nach Materialtyp, Beton, Stahl, Mauerwerk, Holz und so weiter, unterschiedliche Namen haben können. Unter Lastfälle und Kombinationen lege ich fest, für welches Kombinationsniveau oder für welche Lastfälle, dass ich eben die Ergebnisse abbilden möchte. In den meisten Fällen können Sie mit dem maßgebenden Grenzwert arbeiten. Es ist der Grenzwert um die automatisch erzeugten Lastkombinationen. Schließlich lege ich noch fest, welche Ergebnisse das ich abdrucken möchte. Das Ganze ist gegliedert nach den verschiedenen Berechnungstypen. In diesem Fall habe ich eine lineare statische Berechnung erstellt und halte mich ausschließlich in diesem Kapitel auf. Ich möchte jetzt zusätzlich den Schubwiderstand dokumentieren, und zwar die Differenz aus resultierender Schubkraft und Schubwiderstand. Hier ist wichtig zu wissen, wenn ich den Haken setze, erhalte ich tabellarische Daten. Zunächst einmal nur den Extremwert, das heißt die größte und kleinste Differenz von Schubkraft und Schubwiderstand wird tabellarisch aufgelistet, oder ich kann die gesamte Tabelle in den Bericht einschließen mit den Ergebnissen von jedem Netzknoten. Das erzeugt einen relativ großen Zahlenhaufen. Ich möchte hier aber nicht die Tabelle darstellen, sondern eine Grafik.
und ich entscheide mich für eine Ergebnisdarstellung mit Isolinien. Im Ausdruck sind die ISO-Flächen häufig weniger gut geeignet. Ich kann dieser Ausgabevorlage noch einen Namen geben und ich kann sie als Datei speichern. Damit erzeuge ich eben die Ausgabevorlage als externe Datei und sie ist dann verfügbar in allen Modellen. Diese Datei kann ich natürlich auch auf einen anderen PC übertragen und, wenn ich das möchte, dort wieder einlesen. Ich aktualisiere die Ausgabe noch einmal und erhalte eine Meldung, dass bereits eine Ausgabe besteht. Diese Ausgabe wird überschrieben. Das heißt, manuelle Änderungen, die ich an dieser Ausgabe vorgenommen habe, gehen dabei verloren. Ich möchte jetzt eben solche manuellen Änderungen tatsächlich machen. Möglicherweise sind hier Ergebnisse abgebildet, die ich nicht unbedingt brauche. Zum Beispiel könnte ich mich entscheiden, unter den Verschiebungen die maximalen Verschiebungen, das heißt die größten Verschiebungen nach oben bzw. kleinsten Verschiebungen nach unten herauszulöschen. Ich kann diesen Eintrag einfach entfernen. Als nächstes möchte ich eine zusätzliche Zeichnung in diese Ausgabe einfügen. Diese muss ich natürlich erst einmal erstellen. Dazu wähle ich eine Ansicht, so wie ich sie haben möchte. So. Und ich könnte hier zum Beispiel noch eine Bemaßung einfügen. Beim Einfügen der Bemaßung kann ich auch die Parameter ändern. Das war vielleicht ein bisschen zu schnell. Sie finden diese Einstellungen hier oder Sie können ein zweites Mal auf die entsprechende Funktion klicken. Das funktioniert auch. Und ich kann hier eben einstellen, wie diese Bemaßung aussehen soll. Wir passen das gleich noch etwas an. Und ich kann eben mein Modell so genauer dokumentieren. Ich möchte noch beschriften, dass ich entlang vom Balkonanschluss einen Kragplattenanschluss einlegen möchte. Ich kann das natürlich über eine Textbox tun oder ich kann eben auch eine Bemaßungslinie verwenden. Ich wähle, auf welche Folie diese Bemaßung abgelegt wird. Ich kann die Farbe ändern und unter Textparameter kann ich beispielsweise die Schriftgröße anpassen. Ich kann den Bemaßungswert selbst ein- oder ausblenden und einen Präfix oder Suffix, das heißt eine Beschriftung vor oder nach dem Bemaßungswert einfügen. Und eben, ich könnte auch hinter dem Bemaßungswert noch was reinschreiben. In diesem Fall möchte ich aber nur anschreiben, ich will einen Kragplattenanschluss von hier bis hier. Und
kann mein Modell so dokumentieren. Wenn ich eine Zeichnung erstelle, wird unter anderem gespeichert, welche Folien sichtbar und welche Folien nicht sichtbar sind. Diese Bemaßung, die ich jetzt eingefügt habe, ist in der Ausgabe vom Geschoss 2 natürlich diese Bemaßung ist hier nicht enthalten, weil die Bemaßung eben noch nicht existiert hat, als wir die Zeichnung erstellt haben, das heißt, als wir die Ausgabe aktualisiert haben. Ich habe hier bereits eine etwas umfangreichere Bemaßung und Beschriftung vorbereitet. Und kann auch wieder eine Zeichnung erstellen. Diese Zeichnung füge ich zusätzlich in die Ausgabe ein, entweder über diese Schaltfläche oder ich kann einfach die Zeichnung in die Ausgabe reinziehen. Wenn ich nachträglich diese Folie anpasse oder auch wenn ich das Modell ändere. Ich wähle hier mal eine Maßlinie, die wir sehr deutlich erkennen können. Wenn ich eben das nachträglich anpasse, muss ich die Zeichnung nicht aktualisieren. So, ich muss lediglich das Modell speichern, damit die Vorschau eben auch aktualisiert wird. Nein. Dann öffne ich die Ausgabe Vorschau. Hier sehen wir es eben auch nicht. Ja, und mir fällt gerade auf, weshalb. Ich habe diese Maßlinie auf die falsche Folie abgelegt. Die Folie Bemaßung war eben nicht sichtbar in dieser Zeichnung. So, jetzt haben wir diese Maßlinie eben auch drin. Ich habe die Bemaßungsfolie angepasst. Die Zeichnung selbst speichert keine Grafik im eigentlichen Sinn, sondern die Ansichtseinstellungen, die verwendet werden. Die Zeichnungen zeigen das Modell so, wie es aktuell ist. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen bei den Ausgabevorlagen, Sie finden auf unserem YouTube-Kanal bereits zwei Webinare vom August 2017 und Februar 2021, die sehr detailliert darauf eingehen, wie Sie eben diese Ausgabevorlagen erstellen und bearbeiten können. Wenn ich die Vorschau öffne, das dauert einen kurzen Moment, weil eben die Grafiken für den effektiven Bericht erstellt werden müssen. Was ich hier sehe, die Schriftgröße war wohl eher etwas zu groß gewählt.
Die Schrift wird verschoben dargestellt bzw. überlappt sich teilweise mit anderen Geschichten. Das möchte ich auch noch anpassen. Dazu habe ich verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann ich in den Darstellungsparametern, kann ich eben in den Darstellungsparametern angeben, ob die Beschriftung sich überschneiden dürfen oder nicht. Ich kann das hier aktivieren oder deaktivieren. Diese Option führt dazu, dass die Beschriftungen verschoben werden oder teilweise sogar ausgeblendet werden, wenn sie sich überlappen. Und in den Einstellungen unter den Grundeinstellungen Schriftarten. Hier habe ich die Möglichkeit, die Schrift anzupassen, eben nicht nur der Bemaßungslinien, sondern zum Beispiel vom Infofenster. Eine weitere wichtige Option. Ich kann hier die Schriftgröße beim Drucken anpassen. Das heißt, Axis VM versucht, die Schrift so groß zu drucken, dass sie die gleiche Größe behält im Verhältnis zum Modell wie am Bildschirm. Allerdings wird die Schriftgröße nicht unter 6 Punkt verkleinert und nicht über 30 Punkt vergrößert. Wenn ich eben diese Schriftgröße anpasse und noch einmal die Vorschau anzeige, dann sehen wir, dass sich das Ganze doch wesentlich besser liest. Ich muss jetzt selbst halt ausprobieren, ob ich die Schrift im Ausdruck am Schluss noch lesen kann oder nicht. Eben deshalb wird das Ganze auf 6-Punkt-Minimalgröße beschränkt. Möglicherweise möchte ich aber nachträglich das Modell anpassen, aber trotzdem diese Ansicht abbilden. Das könnte zum Beispiel der Fall sein, wenn ich eben zwei verschiedene Zustände vom Modell vergleichen möchte. Dazu habe ich die Möglichkeit, eben nicht nur eine Zeichnung zu speichern, sondern über das Menü Bearbeiten habe ich auch die Möglichkeit, einen Galerieeintrag zu erstellen. Das ist nichts weiter als eine Grafikdatei, die ich irgendwo ablegen kann. Am einfachsten vermutlich irgendwo bei meinem Modell. Was hier noch zu erwähnen ist, Darstellung zur Galerie hinzufügen, ich kann den Dateityp wählen. Grundsätzlich würde ich Ihnen entweder WMF oder PNG-Dateien empfehlen. WMF-Dateien sind Vektorgrafiken, das heißt, sie sind skalierbar ohne Verlust. Ohne Qualitätsverlust. PNG-Dateien sind zwar Rastergrafiken, das heißt, wenn ich sie stark vergrößere, werden sie unscharf, aber PNG-Dateien haben eine relativ gute Qualität und eine sehr kleine Dateigröße. So, ich speichere das als WMF.
Das würde ich Ihnen im Allgemeinen auch empfehlen. Zurück in der Ausgabenzusammenstellung kann ich die Galerie öffnen und hier eben den Ordner wählen, in dem ich dieses Bild abgelegt habe. Ich muss den richtigen Dateityp wählen und kann eben auch dieses Bild in die Ausgabe einfügen und das als feste Grafik abbilden. Diese Grafikdateien werden nicht automatisch aktualisiert, sie sind absolut fest. Vielleicht macht das weniger Sinn, um irgendeine Ergebnis- oder Modellansicht einzufügen, aber ich kann das Ganze auch verwenden, um zum Beispiel ein Foto von einem bestehenden Objekt oder irgendetwas anderes hier einzufügen. Was gerade bei Fotos der Fall ist, wenn ich die Vorschau nochmal öffne, dann habe ich das Bild noch nicht drin, weil ich es noch nicht eingefügt habe. Das muss ich natürlich noch tun. So, wenn ich eben die Vorschau nochmal öffne, in der Vorschau selbst ist die Bildqualität etwas reduziert gegenüber dem Ausdruck, eben um diese Vorschau etwas flüssiger zu machen. Dann kann ich weitere Anpassungen an meinen Bericht vornehmen. Ich kann logischerweise Seitenumbrüche einfügen. Ich habe die Möglichkeit, auch einen Text einzugeben, den ich in eingeschränktem Maß, aber immerhin etwas formatieren kann. Dieser Texteditor basiert auf RTF-Dateien, die Sie grundsätzlich mit jedem Textverarbeitungsprogramm erstellen und bearbeiten können. Ich habe das hier auch bereits vorbereitet und mir eine solche RTF-Datei erstellt und kann die hier einlesen. Und dieser Text wird jetzt auch in meinem Bericht abgedruckt. Und ich kann so relativ einfach meine ganze Ausgabe anpassen, ohne dass ich eben jede einzelne Ergebnisgrafik von Hand erstellen muss und einfügen muss. Damit sind wir schon am Ende vom heutigen Webinar angekommen. Wie Sie das kennen, können Sie sich auch dieses Webinar wieder auf unserem YouTube-Kanal anschauen, wo wir uns immer über Ihre Bewertung oder Ihren Kommentar freuen. Sie können unseren YouTube-Kanal auch abonnieren und sich mit der Glocke benachrichtigen lassen, wenn neue Videos erscheinen. Das nächste Webinar wird am Freitag, dem 29. April stattfinden, auch wieder um 11.15 Uhr. Da wollen wir uns anschauen, was wir mit der tatsächlichen Bewährung, eben im Gegensatz zur berechneten Bewährung, alles anfangen können, wie wir sie definieren und eben was wir damit machen können
Zum Beispiel die Berechnung einer Durchbiegung im Zustand 2. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.